Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alpha Saphir. Anscheinend ist irgendwas bei der Aufnahme schiefgegangen und der Anfang hier ruckelt extrem dolle. Das pegelt sich so, ich glaube, nach 2, 3 Minuten wieder ein, aber der Anfang ruckelt extrem. Also fühlt euch nicht gestört. Ja, sorry. Viel Spaß noch. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. So, wir sind stehen geblieben auf Route, weiß ich nicht was, bei diesem kleinen Jungen hier. Und mal Bären. Schon. So viel bringt das auch nicht, das Licht. Aber ich mach's einfach mal an. So, am Arena-Bären heißen so, weil sie immer an einer Arena wachsen. Vielleicht auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Gut, schauen wir mal hier. Hallo, willkommen im Blumenladen, Blütentraum. Unser Motto lautet: Verwandle die Welt in ein Blumenmeer. Ah, ja, danke. Möchtest du was über Beeren lernen? Nein, absolut nicht, dankeschön. Blume freuen jedes Herz, nicht wahr? Nein. Oh cool, im Kartennavi können wir sehen, ob unsere Beeren fertig sind. Was euch jetzt nicht viel hilft, weil ich den unteren Bildschirm gar nicht einblende. Ich will so wie meine große Schwester sein. Deshalb züchte ich auch Dinger hier. Blumen. Süßigkeiten für Pokémon. Cool. Hallo. Je mehr Hingabe du in die Zucht und Pflege eines Gewächses steckst, desto schöner wird es blühen und umso mehr Früchte wird es tragen. Dankeschön, weil für die Walmeerkanne. So, ja, ganz toll. Blumen, Blüten, Beeren, Bäume, ganz toll. Erstmal weg von diesen Weirdos. So, wen haben wir vorne? Gisella ist aktuell vorne. Ich habe wieder nicht trainiert, ich Esel. Dakra hängt immer noch auf 4 Leben. Ist nicht so gut. Ich guck mal kurz die Karte auf. Auch hier dürfen wir eigentlich nichts fangen. Ah ja. Da ich fragen, was da eben los war. Codierung ist wieder überlastet, Alter, ich liebe es. YouTuber sein macht einfach richtig Spaß. Besonders dann, wenn die Technik ständig streitet. Ich glaube, wir müssen es wie letzte Folge machen. Restarten. Ja, Digga. Da hilft mal wieder gar nichts. Ich muss die Kacke wieder restarten. Bin gleich zurück. Wieder zurück. Hoffentlich klappt es jetzt besser als gerade eben. Ich packe wieder einen anderen nach vorne. Diesmal nicht Baron Junior. Vielleicht den guten Egon. Schicksal hat das Schicksal zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Selbstverständlich darfst du um einen Kampf bitten. Kein Bast. Patricia. Also warum der manchmal so leckt, verstehe ich auch nicht. Das war ein heftig. Ich glaube, das hier können wir machen. War jetzt nicht heftig, aber es ist nicht heftig. Vergiftet? Toxic Orb. Ja, moin. Dann haben wir den gleich erstmal einen Effekt drauf. Den zweiten. Oh, Feuerfänger!
Sehr gut outplayed an der Stelle. Sagen wir, müssen wir auch mal gut hitten. Ja, wenn wir nicht gut hitten, müssen wir zumindest unsere Fähigkeiten, unsere Werte steigern. Er macht wieder einen Volltreffer. Ich bin so froh, dass der einen Toxic Orb hat. Okay, er kann schon mal keine Schwebe haben, von daher. Okay, das sollte es jetzt mit ihm gewesen sein. Er merkt es selbst und macht nur Tackle. Das war's. Wichtige XP. Stimmt, wir trainieren jetzt unser ganzes Team. Ich glaube noch nie war ein Randomizer Nuzlocke so einfach. Ich meine, wir packen den Stärksten nach vorne und trainieren passiv die anderen. Können wir nicht zu früh in jemanden reingraten, der zu stark ist. Soll ich kämpfen lieben? Oder lieber, soll ich kämpfen oder lieber nicht? Aber ich kämpfe. Das heißt, soll ich Kämpfe lieben? Digga. Mal wieder komplett lost. Oh, die Version ist cool. Wer sich wundert, ja, ich bin gerade jetzt in Asien unterwegs, nur in einem Tanktop. Einfach aus dem Grund, dass es scheiße warm ist. Kennt man ja. Ravigator wird uns so schnell nicht streitig machen. Das ist so geil. Angriff wird gesteigert, nachdem wir jemanden umgelegt haben. Perfekt. Lol. Seso Kids und Kronjuwild in einem Team. Was ist das für eine Randomizer? Vorentwicklung und Nachentwicklung. Nice. Level up. Gisela. Gisela. Das ist eher Gisela. Mädel, du bist raus. Hä? Was war das? Oh lol, ihre Textbox. Die ist komplett broken. Kann ja mal passieren, ne? Läuft auf jeden Fall. So, ich möchte jetzt mal Niklas und Philipp vorne haben. Obwohl, ne, ich traue dir noch nicht zu. Hier, die Gegner sind, glaube ich, noch ein bisschen zu stark. Ich glaube doch nicht. Gisela und Wuppitz bleiben vorne. Ist vielleicht ein bisschen zu knapp noch aktuell. Ich muss gucken, welches Level die haben. So, ab Level 10 traue ich denen das zu, aber ich möchte den nicht verlieren. Das hätten wir vielleicht schaffen können. Na, vielleicht auch nicht. Roselia ist immer so eine Sache. Die ist böser, als sie aussieht. Einiges böser. So, wehe, die hat Giftdorn. Hochmut. Sie hätte schon mal kein Gift und das ist sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, Absol sieht auch so ziemlich sick aus, ne? Aber halt nicht sick genug. Also, ich finde die mit Flügeln dann schon doch ein bisschen sicker. Ja, ich habe euch besiegt. Tschüss. Weg mit euch. Ich möchte Absol trainieren. Obwohl, vielleicht, da ist ein Angler. Vielleicht schafft Waren Junior das endlich mal. Wenn nicht, dann. Ja. Angelo. Schnerbe.
Wasserboden, perfekt. Vielfache Effektivität mit Absorber. Kann man machen. Safe Move. Komm, jetzt Rasierblatt. Schade. Oh, Gewissheit. Mhm. Was macht das hier? Gewissheit. Boah, die Attacke kann auf 120 gehen. Ganz ehrlich. Machen wir. Genauigkeit senken kann immer noch helfen. Philipp kann Kratzbrühe lernen. Gut. Geht halt einfach mal Silberblick raus. Gastrodon. Wir bleiben drin. Ist ein guter Damage. Ist nicht das Beste, aber sollte ausreichen. So, also der nächste Damage wieder. Noch ein Absorber. Dann machen wir sogar mal endlich ein bisschen mehr Schaden. So dass wir den Gegner sofort rauskicken. Jetzt aber komm, Rasierblatt. Aber Wuffels. Nächstes Level. Und Niklas. Und Egon. Wow, Egon versucht Silberblick zu erlernen. Och Mann, Alter, dass das immer so lange lädt. Ihr müsst euch vorstellen, da wird dieses Ding angezeigt. Und dann kann ich 3 Sekunden warten gefühlt, bis es weiter angezeigt wird. Und noch ein Schmerbe. Why not? Show me your Schmerbe. Jo, das war's mit ihm, ne? Sehr easy, sehr einfach. Ich dachte eigentlich, ich wäre stark, aber das war enttäuschend. Ja. Das war nur für nicht nur für dich enttäuschend, auch für mich. Siehst du die Beeren im Lehmboden wachsen? Du kannst sie ruhig pflücken. Aber pflanzt dafür immer an derselben Stelle eine neue Beere an. Das gehört sich einfach. Ja, das ist für dich. Klar, Oma. Das werde ich definitiv machen. Safe. Weil ich auch so viel Zeit habe. Oh, Schuss, Alter. So halten wir uns ja an die Gegebenheiten. X-Abwehr. Diese ganzen X-Dinger sind sowieso einfach nur Kacke. Jetzt mal ernsthaft, wer spielt mit denen? Außer NPCs. Noch nie jemanden gesehen. So, Meteoros City, wir sind da. Und da ist Michael. Michael. Du hast es auch nach Meteoros City geschafft, Baron. Ja. Was für eine riesige Stadt. Kein Vergleich zu unserem verschlafenen Wurzelheim. Ja, die Stadt ist schon groß, aber die Jubelstadt ist größer. Hast du gewusst, dass es hier eine Pokémon-Arena gibt? Ja. Sie steht natürlich ganz oben auf meiner Liste, aber zuerst fange ich mir noch einmal Pokémon. Bis später. Gute Vorsätze. Sollten auch mal wieder Pokébälle holen. Businessman. 16 Bälle kann ich schaden. Was will er hier? Hallo Trainer, hast du kurz Zeit?
als du Pokémon fangen willst, aber die Attacke deines Pokémon-Teams so stark sind, dass du sie immer nur gleich besiegst, dann ist das die perfekte Lösung deines Problems. So oft du die Attacke Trugschlag auf anwendest, der Gegner wird geschädigt, aber niemals kampfunfähig. Das ist sehr gut. Wie viel Schaden macht die? 40. Ist mir jetzt nicht genug Damage, wenn ich ehrlich sein soll. Jo, heim mal schnell. Okay, Darkrai wäre natürlich schon krass, wenn wir den noch trainieren würden vor der Arena. Vielleicht wird es auch dazu kommen. Warte mal, kann ich mir eigentlich noch Wilde fangen? Da oben muss ich eigentlich durchkommen. Ach nee, das war die scheiß Route, wo man nichts fangen kann aktuell. Mann, die Route ist schön, aber aktuell gibt es halt nichts für uns. Sink ist auch wieder so eine Sache. Ja, man kann die Base-Stats damit hochsetzen, aber sind wir ehrlich, macht das irgendjemand? Nicht die Base-Stats, aktuellen Stats sogar. Ich glaube, nach da unten kommen wir noch nicht durch, ne? Oh, doch! Nutzen wir die Chance, fangen noch eins, trainieren unsere Pokémon. Bin ich auf jeden Fall dabei. Trank. In Ordnung. So, der Encounter ist ein Togetic. Ist in Ordnung, weil die letzte Entwicklung ist ziemlich stark. Also die Weiterentwicklung davon jetzt. Kritisch. Ey, wehe. Metronom kann so schief gehen für uns. Okay, zum Glück ist das Vieh einfach schwach. So, Pokéball. Ja, ich habe dünnere Arme als Sascha. Okay. Das war's nicht ganz verstanden, Togetic. Aber ich werf den Ball auf dich, du gehst da rein und dann macht der Ball. Und dann musst du drinnen bleiben. Ich glaube, unser Freund Togetic versteht nicht ganz, wie der Ball funktioniert. Muss ich ihm auch mal auf die Sprünge helfen. Pass auf. Ich mache so. Zwei, mach diesen. Dann 1, 2, 3 und dann Klick. Aber ist irgendwie ein bisschen Kacke geschnüffelt oder sowas? Er hält nicht länger auf, als er soll. Ja, dann machen wir als nächste Folge anscheinend. Oh wow, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich Verwurzler trifft? Alter, wie kann man so ein Pech haben wie wir? Kann man nur so ein Pech haben? Ja, Tiga. Du frisst mir gerade mehr Bälle weg, als du eigentlich wert bist. Noch einmal heilen, noch eine Runde heilen und dann gehen wir rein. Mit Rage. Das ist so ein Kackhaufen, Alter. Ich kann ein Pokémon so ein Kackhaufen sein, das war ernsthaft. Oh, er ist wieder im grünen Bereich, das heißt, jetzt geben wir ihm nochmal einen Hit. Mit Raserei. Ach, der kann eigentlich sogar noch einen vertragen. Der macht ja unseren Damage so niedrig. Und dann kommt der an mit Bitterkuss.
TalkAttic bisher der heftigste Encounter. Also nebenbei würde es übrigens sehr gut reinpassen. Optisch. Besser als in jedem anderen. Und es bleibt auch drinne. Ehrenwert. Das Pokémon versteht was von Optik und Ästhetik. Gibt's das in... Nee. Ist in Höhen nicht bekannt. Ja, ich geb dir einen Spitznamen. Das ist der gute Leon. Leon ist auf Box 1 geschickt worden. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder Reserve-Pokémon. Und das ist sehr, 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 sehr gut. Dann trainieren wir nochmal ein bisschen unser Pokémon hier. Ah, ich weiß auf welche Route wir sind. Alles klar. Hallo. Ja, moin, Togepi. Wir haben einfach gerade die Vorentwicklung gefangen. Nice. Wenn ihr sowas wie Nahkampf kriegt, sind wir einfach am Ende. Okay. Okay, da. Jawohl. Jawohl. So muss das ausschauen. Ah, hier ist ein anderer Rasierblatt. Also. Kannst du mir gerne deine Nummer geben? Ja, gut, dann nicht. Hier könnte man uns noch einen Encounter gönnen, glaube ich, ne? Ach, ganz ehrlich, dann nehmen wir den auch gleich mit. Vorausgesetzt, wir kriegen ihn. Ein Pock-E-Ball. Wenn du die anfährst, kriegst du Pocken. Tja, und so wie es anfängt, hört es meist auch wieder auf. Der Emulator hat auch am Ende dann langsam den Geist aufgegeben und ist hängen geblieben. Unser eigentlicher Encounter war übrigens ein Dragonier, was ich echt fucking gerne gehabt hätte. Aber ja. Ich habe mir dann gedacht, komm, startest du nochmal. Demotiviert, wie man mir auch ansehen kann. Setzt du einfach da an, wo der Kampf anfängt und nimmst einfach das, was als nächstes kommt. Und ganz ehrlich, das, was jetzt kommt, bin ich sogar zufrieden damit. Unser Encounter ist ein Fulliprova. Nehme ich sehr gerne. Noch nie trainiert. Rasierblatt. Das ist ein bisschen gefährlich, ne? Einen können wir noch tanken. Okay, mach. Was du kannst, kann ich schon lange. Okay, jetzt sollten wir vielleicht keinen Rasierblatt mehr tanken können. Einfach Egon rein. Der müsste Tackle und Pflanzenattacken tanken können. Das sollte kein Problem werden bei ihm. Ja, da kommt wieder ein Tackle. Macht halt überhaupt gar keinen Schaden bei uns. So. Okay. Werfen wir einen Ball. Ich weiß nicht, wie hoch die Fangrate von ihm ist. Ich kann ja mal schnell auf meinem Handy gucken. Eins. Ja gut, ich glaube, die ist nicht so gut. Fulliprova hat eine Fangrate von 45. Also das ist eigentlich relativ hoch.
11,9% Wahrscheinlichkeit, dass man es fängt. Auf Full Life. Ohne irgendwelche Statuseffekte. Also müsste es eigentlich drinnen bleiben beim spätestens, sage ich jetzt mal, vierten Ball. Aber bei unserem Glück frisst er jetzt alle Bälle auf. Ich meine, es wird ja jedes Mal wieder neu berechnet. Ich glaube, die 11,9% hätten wir irgendwann beim vierten oder fünften Ball schon. Mal haben wir es ja angehittet. Jetzt low, aber natürlich nicht. Was weiß ich schon über Pokémon, ja. Fangen ist häufig auch RNG. 1. Und da kommt er wieder raus. Und das war der fünfte Ball, den er gefressen hat. Damit habe ich auch eigentlich keinen Bock mehr, ihn überhaupt zu fangen, weil er mir überhaupt gar nicht gefällt. Und viel zu viele Bälle frisst aktuell. Diese kleinen Nervensäge immer. Ich hole mal Varon Junior rein und setze einfach mal einen Absorber an. Okay, Folipope gefällt mir doch ein bisschen gut. Ist vielleicht doch ein cooles Pokémon. So, ich mache nur Absorber. Ich glaube, Rasierblatt könnte schon ein bisschen zu stark werden für uns. Weil es ist schon ein relativ starker Attack, glaube ich. Und da mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So machen wir das. Kommt er wieder mit Sandwirbler. Das ist ein widerlicher Angriff, ne? Boah, widerlich. Den Volltreffer haben wir jetzt weg. Kommt wieder dieser scheiß Sandwirbel-Effekt bei uns rein. Der Moment, wenn Sandwirbel kickt. Ach komm, greif an. Die Folge ist eh gleich zu Ende. Er ist jetzt Lowlife komplett. Hier holen wir den einzig wahren Tank hier rein. Egon. Vor die Probe und ich hätte es gern. Wow, 2 KP. Das lohnt sich definitiv für dich. So, wenn er jetzt nicht drin bleibt, weiß ich auch nicht. Dann hänge ich meine Trainerkarriere an den Nagel. Okay, ich hänge meine Trainerkarriere an den Nagel. Du warst auch vor die Probe. Ich habe eine Idee. Entweder du bleibst drin, oder ich habe eine kleine Überraschung für dich. So tot. Vielleicht brauche ich das doch noch. Ganz ehrlich, es darf nicht mehr als fünf Bälle fressen. Es ist so low life. Ich check gar nicht, warum es sich überhaupt mal wehren kann. 1, 2, 3. Dankeschön. Irgendwann muss es auch klappen. Unglaublich hier. Wehrt sich wieder wie so ein Aal. Oh, jetzt kommen die fetten XP-Boosts erstmal. Wo gibt's vor die Proba hier überhaupt? Vor die Proba? Nicht bekannt in Höhen. Ja, ich gebe dem Ganzen einen Spitznamen. Und ich glaube, ich benenne ihn nach jemandem, der mir sehr nahe steht. Nämlich meinem Bruder.